Kessel gucken Roulette Learning Roulette System Selmkgenzi Seltsamkgenzi. Autor D. Seltsamkgenzi. Werte Roulette Freunde. Heute ein weiterer Lehrgang von mir zum Thema Wie lerne ich das Kessel gucken? Schauen Sie sich das Video einmal genauer an, ich habe dort die Drehungen in verschiedenen Geschwindigkeiten, langsam, schnell und sehr schnell, direkt aus der Sicht der Roulette-Kugel abgefilmt. Wie habe ich das gemacht? Ich verfüge hier ja über mehrere Original-Roulette-Kessel und da habe ich mir eine Kugel gebastelt, aus Knete, und in diesen Kugel insgesamt vier Kameraaugen eingefügt. Dann habe ich die Kugel genommen und gedreht und die Übertragung aus der Sicht der drehenden Kugel abgefilmt. Warum sage ich Ihnen das? Sie müssen sich beim Kesselgucken in die Lage der Kugel versetzen. Viele sehen das Kesselgucken immer nur aus der Sicht von außen, das ist aber falsch, weil man da davon ausgeht, der Kessel sei das Hauptelement. Das ist aber anders, die Kugel entscheidet, wohin sie fällt und es ist kein Humbug. Zahlen haben ein Gedächtnis, Zahlen spüren auch Sympathie und Angezogenheit. Schauen Sie sich den Langsamspeed an, die Kugel kann, wenn die Zahlen vorbeikommen, jede Zahl besonders begrüßen. Beispiel, die 30, hallo 30, wie geht's? Wie geht's dem Nachbarn, der 11, und schon ist die 11 da und sagt, mir geht's gut, aber meine Nachbarin die 36 hat Probleme. Und schon kommt die 36 vorbei und sagt, heute fühle ich mich nicht so wohl und werde wohl weniger durch die Kugel einfangen, aber meine Nachbarin die 13 will heute seiner Unglücksnummer alle Ehre machen. Und schon kommt die 13 und sagt, geil ist geil, heute hole ich mir dich, liebe Kugel. Und so weiter. So müssen Sie denken, immer aus der Sicht der Kugel und wenn die entsprechenden Zahlen mehrfach bei Ihnen, Sie sind die Kugel, vorbeigehuscht sind, werden Sie feststellen, in welchem Kesselbereich sich eine Zahl sich Sie sind die Kugel, greift. Und diesen Kesselsektor müssen Sie dann noch schnell setzen. Es gehört eine Menge Auffassungsgabe dazu, weil alles in wenigen Sekunden bis zum Abpfiff des Croupiers geschehen muss, aber es geht. Trainieren Sie es selbst. Training ist hier unweigerlich erforderlich. Wie gesagt, Sie müssen sich in die Lage der Kugel setzen. Nicht Sie, die Kugel, dreht sich, sondern die Zahlen kommen alle bei Ihnen, Sie sind die Kugel, vorbei. Dies hört sich komisch an, aber trainieren Sie es und Sie werden gewinnen. Kesselgucken ist eben eine besondere Kunst.